die Regierungen bewusst auch die Gewässer der Urvölker verseuchen, weil sie wissen, welche große Kraft noch in diesem ursprünglichen Wissen, was die Urvölker bewahrt haben, steckt. Und so versuchen sie auch bewusst durch Vergiftung der Gewässer, diese nicht zu töten, aber klein und krank zu halten. Kann ich aber auch weltweit beobachten, das passiert ja auf der ganzen Welt. Hier hat ein Bürgerkrieg stattgefunden, der eigentlich ein Genozid war, initiiert von den USA. Da wurden wirklich viele Maya-Älteste, Heiler und so weiter wirklich umgebracht. Was immer wieder passiert, wenn ein Volk traumatisiert ist, danach kannst du ihnen etwas aufdrücken, was sie sonst nie energetisch auch nie zugelassen hätten. Und das ist einfach Krankheiten in dieser Form, wie es sie heute gibt, gar nicht gab. Es gab natürlich keine Pestizide, es gab keine Impfungen und dann boom, wurde das Land damit überflutet mit Zuckerprodukten, dies, das. Anfang der 90er Jahre kamen dann hier die ersten Apotheken hin. Die ersten Krankenhäuser wurden gebaut. Und da kannst du dann so einen Abfall sehen, dass die Menschen zum Beispiel nicht mehr so alt werden. Die sind 150 Jahre alt geworden. Sie hat gesagt, das war das normale Alter. Sie nutzen die Kräuter und die echten Lebensmittel. Plus, sie verbindet es ja noch mit den anderen Aspekten, mit den geistigen, seelischen, energetischen Aspekten. Das hört sich ja besser an als unsere fortschrittliche westliche Medizin. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Alicia Kusumitra. Und wir sprechen heute über das Thema Heilung und Gesundheit aus Sicht der Urvölker. Da gibt es nämlich einige andere Ansichten als hier bei uns in der modernsten Zivilisation aller Zeiten, in Anführungsstrichen. Und da bin ich auch gespannt, was wir da von dir oder von den Urvölkern noch so lernen können. Alicia ist spirituelle Führerin, sie hat 8 Kinder. Stimmt die Zahl noch? 8 oder hast du mittlerweile schon mehr? 8 Kinder. Stimmt noch, ja. Und sie ist Maya-Priesterin. Und vielleicht kannst du uns gleich noch genauer verraten, was das bedeutet und ja, was sollte man sonst noch über dich und deine Arbeit wissen, bevor wir gleich über das Thema sprechen? Ja, also ich freue mich total, hier zu sein. Und an dieser Stelle auch danke für deine wunderbare Arbeit. Wir haben im Vorgespräch schon gesprochen. Ich finde es einfach wirklich so wichtig, was du machst. Für mich gehört es einfach dazu, wenn wir auch den spirituellen oder überhaupt den bewussten Weg gehen, ist Ernährung, Gesundheit, Entgiftung, das sind einfach die Themen, die wir heute mehr denn je brauchen und so vergessen haben. Ja, du hast es schon ganz gut gesagt. Ich bin Maya-Priesterin, ich bin Mutter von 8 freilernenden Kindern, gemeinsam mit meinem Mann. Das ist vielleicht auch noch eine ungewöhnliche Geschichte, dass wir seit 25 Jahren den Weg miteinander gehen und dass auch unsere gemeinsamen 8 Kinder sind. Und meine oder unsere Vision war immer, ein freies Leben zu führen. Das heißt, frei vom Schulsystem für unsere Kinder, aber eben auch frei von Gesundheitsproblemen und frei von all diesen Altlasten, die wir auf allen Ebenen haben. Und naja, dieser Weg der Befreiung hat uns nach Guatemala geführt, vor 15 Jahren mittlerweile. Vorher waren wir in England und danach sind wir nach Costa Rica gegangen und von Costa Rica dann nach Guatemala. Und wir haben uns einfach total in dieses Land und in die Menschen hier verliebt. Und sind dann von den Maya-Ältesten oder von einer Maya-Ältesten, von unserer Lehrerin Nana Tomasa, adoptiert worden und sind in das alte Wissen eingeweiht worden. Und das heißt eben auch tatsächlich bei den Maya, wenn man es übersetzen würde, würde es spiritueller Führer heißen. Einfachheitshalber, um das vielleicht ein bisschen zu verstehen, nennen wir es Priester oder Maya-Priester, um das mit den Mayan, Maya zu verbinden. Und es bedeutet einfach, Menschen zu helfen, auf allen Ebenen in ihre Kraft zu kommen. Wir machen Zeremonien für Menschen, besonders für Gruppen. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Frauen. Und es geht auch bei uns um ganzheitliche Heilung, um Erinnerung daran, wer man wirklich ist und was die eigene Bestimmung ist. Und ja, das sind einfach so die Themen, die uns sehr am Herzen liegen und wo wir die Menschen begleiten. Dann würde ich sagen, lass uns direkt in die Thematik einsteigen. Mich würde interessieren, was bedeutet denn überhaupt Gesundheit aus Sicht der Urvölker? Wie definieren die Gesundheit? Ja, oder wie definieren Sie Krankheit? Ja, beides hängt miteinander zusammen.
Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch Krankheit und aber noch nicht so lang. Es ist tatsächlich so, mit dem Einfluss der westlichen Welt kam die Krankheit auch hierher. Kann man in der Geschichte der Maya sehr, sehr schön sehen. Wie ja die meisten wissen, waren hier die Eroberer, die kamen aus Spanien, die waren ja überall in Zentral- und Südamerika. Das ist ja schon 500 Jahre her. Aber die Maya war eines der Völker, eines der Länder hier in Guatemala, die sich sehr zurückgezogen haben, die sehr unbeeinflusst blieben im Hochland von Guatemala von diesen spanischen Einflüssen. Das heißt, sie haben sich ihr altes Wissen, ihr ursprüngliches Wissen sehr, sehr bewahrt. Ja, also, und es ist bis heute tatsächlich auch so im Hochland, dass es immer noch Maya gibt, die gar kein Spanisch sprechen. Ja. Also meine Lehrerin ist 80 Jahre alt und sie ist auch nur mit der Quiché-Maya-Sprache. Es gibt immer noch 26 verschiedene Maya-Sprachen. Aufgewachsen und sie hat erst sehr, sehr spät, ich glaube mit 40 oder so, hat sie dann tatsächlich erst Spanisch gelernt. Und das ist bei sehr vielen Maya heute immer noch so. Das heißt, meine Lehrerin und viele andere Älteste sind wirklich noch so im Einklang mit dem uralten Wissen aufgewachsen, auch mit der Verbindung zur Natur und zu allem Leben und auch den kosmischen Gesetzen. Und das heißt, sie erzählt immer noch aus dieser Zeit, dass es zum Beispiel kein Neid und keine Konkurrenz gab, dass jeder Mensch seine Bestimmung gelebt hat, im Einklang mit der gesamten Gemeinschaft und dass es einfach Krankheiten in dieser Form, wie es sie heute gibt, gar nicht gab. Ist sehr spannend, gerade weil ja auch eins deiner Themen die Darmgesundheit ist. Also wir haben immer wieder Gruppen, zwei, dreimal im Jahr, die aus Europa kommen. Und die Maya-Heiler, dazu gehören unter anderem auch die Hebammen, arbeiten dann auch mit diesen Menschen im Tuch. Der Tuch ist eine Maya-Sauna, wenn ich das jetzt versuchen würde, mit einem Wort zu beschreiben. Der Tuch ist aus Lehm gebaut, also aus Erde, und wird mit Feuerholz beheizt. Hat sogar einen Bauchnabel, wo der Rauch rausziehen kann. Hat eine ganz kleine Öffnung, durch die man hineinkrabbelt. Und für die Maya ist das der Schoß von Mutter Erde. Und so gehen die Maya-Hebammen mit den Menschen in den Schoß der Erde. Und dort werden die Menschen massiert mit der uralten Maya-Massagetechnik. Sie werden gewaschen, sie werden gereinigt mit heißem Wasser und mit Kräutern auch energetisch, ne? Und dann natürlich mit der Feuerkraft. Also alle vier Elemente sind in dem Tuch. Und was die Maya-Hebammen mir danach jedes Mal erzählen, ist, dass ungefähr. Also das spüren sie dann halt durch die Berührungen und die massieren wirklich sehr, sehr tief, dass ungefähr 80 bis 90% jedes Mal von jeder Reisegruppe, und es kommen immer so um die 30, haben Magen-Darm-Probleme. Ein anderes großes Thema ist, dass Und ungefähr sowas gab es aber früher bei der ursprünglichen Bevölkerung quasi fast nie, zumindest nicht chronisch. gar nicht, gab es nicht. Ja. Und dann sagen sie immer noch so, ungefähr 60 bis 70% der Frauen haben Zysten, Myome oder Gebärmuttersenkung. Vielleicht sind es sogar 80%, da müsste ich jetzt nochmal mit den Hebammen sprechen. Also von denen, die zu uns kommen. Ja, also sehr, sehr viel, wirklich. Und da sagen sie auch immer, das gab es nicht. Also vieles gab es einfach nicht. Es gab auch nicht, wenn wir beim Thema Frau sind, Schwangerschaftsübelkeit gab es hier nicht. Es gab auch keine Fehlgeburten, null. Es gab auch keine Komplikationen bei der Geburt, null. Es gab diese langen Geburten, gab es gar nicht. Geburten waren normal in 30 bis 60 Minuten. Na, also vieles von dem, was es in unserer westlichen Welt gibt, gab es hier ganz, ganz lange nicht. Eine Veränderung hat stattgefunden, um das kurz mal zu erläutern. Dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Weil hier hat ein Bürgerkrieg stattgefunden, der eigentlich ein Genozid war, ist eine längere Geschichte, initiiert von den USA. Und da wurden wirklich viele Maya-Älteste, Heiler und so weiter wirklich umgebracht. Also meine Nana, meine Lehrerin, kommt aus einer Familie mit 13 Kindern und sie kommt aus einer Familie von Heilern, Maya-Priestern und Maya-Hebammen. Und sie ist eine der jüngsten drei. Und ihre ältesten Geschwister waren im Krieg schon erwachsen und 10 von ihnen mussten ihr Leben lassen. Und also es war sehr, sehr dramatisch und da hat man das Volk natürlich auch sehr mit traumatisiert.
Und was immer wieder passiert, wenn ein Volk traumatisiert ist, danach kannst du ihnen etwas aufdrücken, was sie sonst nie energetisch auch nie zugelassen hätten, wenn sie in ihrer Kraft wären. Und das heißt, das war der Moment, das erzählen mir immer meine Nana und auch ihre Kinder, ihre ältesten Kinder, die haben das ja alles miterlebt. So Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kamen dann hier die ersten Apotheken hin. Die ersten Krankenhäuser wurden gebaut. Pestizide kamen hier hin. Plastik kam Mitte der 90er hierher. Na, also da kam das alles. Vorher gab es das nicht. Ich kenne viele Leute, die sind so Ende der 80er Jahre hierher gekommen. Die haben gesagt, es gab hier gar keinen Müll. Alles war noch in Blätter eingewickelt. Es gab natürlich keine Pestizide. Es gab keine. Und dann, boom, wurde das Land damit überflutet mit Zuckerprodukten, dies, das, das. Und da kannst du dann so einen Abfall sehen. Natürlich nicht sofort, es dauert dann ja immer ein bisschen. Und dann, heute gibt es hier auch Übergewichtigkeit, heute gibt es ja auch Diabetes. Nicht bei allen Menschen, weil es gibt dann immer eben noch die Ältesten, wie meine Lehrerin, die an diesen alten Werten noch festhalten und an dieser alten Ernährungsform. Und sie haben sich halt sehr, sehr natürlich ernährt. Na, sie haben natürlich gelebt und also auf allen Ebenen haben sie natürlich gelebt. Und was bedeutet das? Was meine Lehrerin immer wieder erzählt, dass sie zum Beispiel das Wasser haben sie aus den Flüssen und Seen und so weiter getrunken. Und es war alles möglich. Das geht ja heute gar nicht mehr. Aber damals war das möglich. Und sie haben wirklich das gegessen, was Mutter Natur ihnen gegeben hat. Zum Sie Beispiel. haben das kam auf die regionalen Produkte an. Also da, wo meine Nana herkommt, das ist ja das Hochland, die sind 2000 Meter hoch. Also die haben ganz, ganz viel Wildkräuter gegessen. Nicht roh, also die haben sie tatsächlich meistens gekocht in Suppen. Ne, das macht meine Nana, macht es bis heute. Na, es sind auch sehr, sehr viele bittere Kräuter, das sind dann wirklich so bittere Kräutersuppen. Was sie immer essen, die Maya, zu jeder Mahlzeit sind Mais-Tortillas. Immer. Also zu ihren Suppen und so gibt es immer Mais-Tortillas oder Mais, eine Art Maisklöße, die heißen Tamales. Und dieser Mais ist einfach für sie sehr, sehr heilig. Weil in ihrer Kosmovision, in ihrer Mythologie erzählen sie, dass Großmutter Ixchimucanee und Großvater Ixtiakok haben die Menschen die Maya aus Mais gemacht. Na, und so ist Mais, den gibt es auch in den vier Farben, für die vier Himmelsrichtungen, für die vier Farben der Menschheit. Und so essen sie Mais zu jeder Mahlzeit dazu. Und der wird auch immer noch so zubereitet zum Glück. Also vieles haben sie auch bewahrt, ne, trotz Einfluss der westlichen Welt. Der wird immer noch so zubereitet. Und hier im Hochland sind sie so stolz darauf, dass sie immer noch den echten Mais haben und der nicht genmanipuliert ist. Ja, wollte ich gerade sagen, dass die Maisqualität wahrscheinlich eine ganz andere ist. Natürlich als alle Total. genmanipulierten. Aber ich könnte mir auch Total. vorstellen, als wenn ich jetzt hier im Bioladen so Mais, so Tiefkühlmais kaufe oder auch so eine Maiskolben gibt es auch manchmal, dass das trotzdem nochmal eine ganz andere Qualität ist, der ursprüngliche Mais von denen. Total, weil sie haben halt auch diese besondere Vorbereitung. Der Mais ist getrocknet, wird getrocknet nach der Ernte und dann vor der Benutzung wird er eingeweicht in Kalkwasser. Und dann löst sich die äußere Schale und dann wird er dann mit der Hand geschält am nächsten Tag und dann wird er gemahlen. Das macht man auf Stein, auf einem großen, großen Stein und wälzt man das mit einem anderen Stein. Jedes Und einzelne Korn wird geschält, oder wie kann ich mir das vorstellen? ja, also es Okay. ist wirklich super viel Arbeit und das machen sie aber mit immer noch mit so viel Hingabe. Das geht leicht, weißt du, weil die Schale ist dann offen durch das Kalkwasser. Na, aber es ist trotzdem viel Arbeit. Und dann wird es gemahlen und dann ist die Maismasse da. Und diese Maismasse wird dann mit den Händen so geformt. So machen sie ihre Tortillas. Du siehst immer die Frauen, die so ihre Tortillas machen, die sind ganz, ganz rund dann. Also die kriegen das echt hin, dass sie perfekt rund sind. Und dann werden sie auf einer heißen Steinplatte einfach nur kurz erwärmt. Na, und das ist dann, wie gesagt, es gibt es zu jedem Essen. Und sie sehen es eben auch, dass sie sehen Mais auch als Heilmittel zum Beispiel an und der es auch einfach ganz, ganz viele Vitamine hat. Und ja, also wie gesagt, diese Mais ist immer ein Teil der Mahlzeit. Diese Wildkräutersuppen sind immer ein Teil der Mahlzeiten. Dann gibt es natürlich auch noch, also Kürbis gibt es hier, Bohnen gibt es hier, ne, was hier so im Hochland wächst. Früchte gibt es, Pfirsiche gibt es, Äpfel, ne, Beeren gibt es auch.
Das heißt, sie Und essen aber auch viel quasi erhitzt. Also ich denke, das Obst roh, aber jetzt so Gemüse, Mais und diese Suppen mit den Kräutern eher erhitzt. genau, ja, das machen sie. Was ich auch noch spannend finde, vorhin hast du gesagt, mit so Kriegen kann man auch solche Völker energetisch so schwächen, dass man halt neue, ja, sag ich mal, das, was bisher da war, so ein bisschen überschreiben kann. Und Ja. natürlich rottet man, also, oder nicht rottet, ist vielleicht ein hartes Wort, aber löscht man damit auch sehr viel Wissen und sehr viel Weisheit aus von den Ja. Leuten, die halt ihr Leben dort verloren haben dann. Total, das ist so, das kannst du auch wirklich. Ich habe auch Freunde bei den nordamerikanischen Urvölkern und bei den südamerikanischen. Und wenn du die Geschichte vergleichst, wenn du ihnen zuhörst, dann wirst du überall Parallelen finden. Und dann kannst du natürlich auch Parallelen schließen zu unserem Urvolk in Europa, dass überall das Gleiche passiert ist. Krieg traumatisiert die Menschen einfach so stark, dass sie danach nicht mehr in ihrer Kraft sind und dass danach kann ihnen einfach etwas übergestülpt werden, eine Religion zum Beispiel oder eine neue Ernährungsweise oder Pestizide oder Impfungen, ne, weil das Volk und jeder einzelne Mensch von diesem Volk hat dann gar nicht mehr die Kraft. Ne? Das ist, ich muss gerade wieder an die Geburt denken, weil ich gestern mit einer Frau gesprochen habe, die auch eine ganz, ganz traumatische Geburt erlebt hat. Und man hat ihr dann ihr Kind weggenommen, 5 Tage auf Intensiv, obwohl alles in Ordnung war. Und sie war so gelähmt, sie fühlte sich so getrennt von ihrem Kind und sie war aber gar nicht in der Lage, sich für ihr Kind einzusetzen, obwohl sie das gewollt hätte. Und das passiert so vielen Frauen, die Kaiserschnitt oder ähnliches erleben. Das ist auch eine Form von Traumatisierung, wie die Kriege. Und dann sind die Menschen, obwohl die spüren, etwas ist hier falsch und ich will das gar nicht, können die gar nicht mehr da raus, weil die so kraftlos dadurch geworden sind. Ja, deswegen ist Heilung von Trauma auch so wichtig. Ja, und das ist halt eben hier auch passiert. Und wie gesagt, trotzdem gibt es eben immer noch diese Ältesten, die noch diese Urzeit miterlebt haben, also dieses Ursprung miterlebt haben, die das wirklich auch spüren, wie wichtig das ist zu erhalten und die das immer noch auch an die jüngeren Generationen weitergeben und diese versuchen zu animieren, das auch zu leben und eben nicht Coca-Cola zu trinken. Ne? Und wie nehmen die das auf, die Jüngeren? Also meine Nana, also die Kinder meiner Nana, also die älteste Tochter ist halt 60, also die leben das auch noch sehr, dieses alte Wissen. Und dann mit den jüngeren Generationen wird es dann halt weniger. Ne? Es fing so an vor 15 Jahren, also sie haben es wirklich echt gut lange bewahrt noch, dass dann die jüngeren Leute plötzlich auch Handys bekommen haben. Und damit natürlich auch Zugriff haben zu dem Gleichen wie wir in der westlichen Welt. Und dann haben sie so dieses Bild, dass alle im Westen sind viel glücklicher. Die haben mehr Geld, die haben mehr Klamotten, die haben mehr dies. Und dann wollen sie lieber so sein wie die Menschen im Westen. Und zum Beispiel, was mir aufgefallen ist in den 15 Jahren, die wir hier sind, erstens haben jetzt viel, viel mehr Menschen Handys. Als wir gekommen sind, hast du ganz selten mal irgendwo ein Handy gesehen. Und zum anderen hören die Menschen auch auf, ihre traditionelle Kleidung anzuziehen. Ja, weil sie haben eine einzigartige, traditionelle, selbst gewebte und bestickte Kleidung. Und dort sind auch ihre heiligen Symbole, ihre Geschichte ist dort quasi niedergeschrieben. Und jedes Maya-Dorf hat auch eine eigene traditionelle Kleidung. Du kannst die Menschen quasi an ihrer traditionellen Kleidung erkennen, wo sie herkommen. Und auch das wird weniger. Also du siehst schon auf jeden Fall, dass die Menschen durch diese Einflüsse der westlichen Welt immer mehr vergessen, wer sie sind. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, die böse westliche Welt, sondern die Menschen machen es ja mit. Na, sie nehmen das ja auf. Sie glauben ja sogar dann, dass das besser ist. Na, dass das Leben einfacher ist. Und natürlich, klar, wenn du dir überlegst, es ist einfacher, in den Laden zu gehen, dir eine Chipstüte und eine Cola zu kaufen, als den Mais zu machen, einzuweichen, zu schälen, zu mahlen, dann die Tortillas zu machen oder in den Wald zu gehen und dir die Kräuter zu suchen. Es scheint einfacher, aber letztendlich macht es uns ja krank. Und das ist, was ja eben dann hier auch immer sichtbarer wird, dass die Menschen zum Beispiel nicht mehr so alt werden. Na, das ist, was meine Lehrerin auch immer erzählt, dass ihre Großeltern, die sind 150 Jahre alt geworden. Das wollte ich gerade fragen. Und Ja. 55 ist wahrscheinlich, also ist schon viel, aber jetzt nicht so Sie hat außergewöhnlich, ne? gesagt, das war das normale Alter. Ja.
Na, die sind alle um die 150 Jahre alt geworden, hat sie gesagt damals. Ihre Mutter, da siehst du schon, dass es dann weniger wurde. Ihre Mutter ist immerhin noch 115 geworden. Na, die ist irgendwie, weiß ich nicht, 2010 oder so ist sie verstorben. Also sie ist noch 115 geworden. Aber da siehst du schon auf jeden Fall einen Abfall von 35 Jahren. Ne? Und auch ihre Großeltern sind noch so alt geworden. Und sie sagt, sie betont es immer wieder, dass sie nicht krank waren, als sie gestorben sind. Die waren nicht krank, sie hat gesagt, die waren nur alt. Ne? Und die haben dann selbst auch entschieden, dass Zeit gekommen ist, jetzt den Körper zu verlassen. Die haben halt ihr Werk erfüllt, das haben die auch gesagt. Also ihre Mutter hat es aber auch so gemacht, die hat auch noch bewusst den Körper verlassen. Die haben gesagt, so, wir haben unsere Aufgabe erfüllt, unser Lebenswerk. Und weint nicht um mich, führt unser Werk weiter als Familie. Und dann haben die sich ihre schönste traditionelle Kleidung angezogen. Und Oma und Opa sind innerhalb von 10 Minuten Abstand sind die gegangen, haben die ihren Körper verlassen. Ja, und also dieses bewusste Sterben, ne, ich habe eben schon die Geburt angesprochen. Das ist ja der Beginn des Lebens, die bewusste Geburt, die Geburt ohne Schmerz, ne, die Geburt in tiefer Verbindung zwischen Kind und Mutter, das ist der Beginn des Lebens. Wobei, Und schon in der Schwangerschaft geht es eigentlich los, da wird ja auch schon massiv schon, eingegriffen. da hast du vollkommen recht. Das ist auch immer, was unsere Nana sagt, dass die Schwangerschaft ist so wichtig, dass es der Frau gut geht. Na, das machen sie bis heute. Die Frau, die schwanger ist, geht regelmäßig. Alle 20 Tage kommt die Hebamme und sie geht mit ihr in den Tuch, in die Maya-Sauna. Und es wird einfach auch, die Hebamme ist auch Mediatorin in der Familie. Also es wird immer geguckt, dass es der Mama gut geht, dass die Mama glücklich ist, dass kein Streit ist mit dem Partner, kein Streit ist in der Familie, dass es ihr körperlich gut ist, dass sie gut geht, dass sie gut genährt ist. Weil sie wissen hier, nur wenn es der Mutter gut geht, körperlich und emotional, geht es dem Kind auch gut. Na, und deswegen sagt sie auch immer, als ich das letzte Mal schwanger war, ist sie immer vor meinem Bauch, hat sie immer vor meinem Bauch gestanden und hat getanzt. Ja, und dann hat sie immer gesagt, ja, das ist wichtig. Das Baby muss wissen, dass wir uns auf es freuen. Das muss glücklich in diese Welt kommen. Also weißt du, so diese ganz andere Art, diese Freude. Na, wenn du in Deutschland sagst, oh, du kriegst das achte Kind, echt jetzt. Gott, wie kannst du denn noch ein Kind in die Welt bringen? Und du bist doch schon so alt. Also das wäre, was ich gehört hätte, wenn ich in Deutschland gelebt hätte, Ja. wahrscheinlich. Ne? Hier Was ist so da die das Freude. höchste Alter, wo die Frauen noch Kinder kriegen oder Also, war? ja, das ist schon so, bis ihre Mondzeit aufhört. Also bis ungefähr Anfang 50 haben hier Frauen auch noch Kinder gekriegt. Und das wurde auch als normal angesehen. Das wurde auch als normal angesehen. Also Risikoschwangere gab es hier nicht. In Deutschland bist du schon mit 36 Risikoschwangere. Also ich habe meinen Jüngsten mit 45 bekommen. Na, ich habe mich nicht zu alt gefühlt. Das ist ja wirklich auch, es liegt wirklich auch, wie du lebst. Also wenn du dich die ganze Zeit nur schlecht ernährst. Ich habe mich tatsächlich in meiner ersten Schwangerschaft, da war ich 24, da habe ich mich wesentlich schlechter gefühlt als mit 46. Aber da habe ich auch wirklich, also da habe ich so schlecht mich ernährt. Da ist Robert manchmal, mein Mann, ist nachts für mich losgefahren und hat mir einen Hamburger von McDonald's geholt. Ich hatte halt ständig Heißhungerattacken. Das hatte ich dann mit den anderen Kindern, als ich mich natürlich dann ernährt habe, hatte ich keinen Heißhunger mehr. Aber als ich noch so vergiftet war, ich war wirklich vergiftet, kann ich sagen, da hatte ich diese Heißhungerattacken. Na, und dann, wie gesagt, nachts einen Hamburger gegessen und so furchtbar. Und dann habe ich auch 20 Kilo zugenommen und ich konnte die letzten 3 Monate gar nicht mehr laufen. Besonders den letzten Monat nicht. Ich habe mich so invalide gefühlt. Mein Ischiasnerv tat weh. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht mehr liegen. Ich konnte gar nichts mehr. Also ich habe mich echt gefühlt, wie ich damals dachte, eine 80-jährige Frau sich fühlen muss. Ne? Und also wirklich. Und durch Entgiftung, durch Reinigung meines Körpers, natürlich auch durch Spiritualität und Verbindung zu meiner weiblichen Kraft hat sich das absolut geändert. Und wie gesagt, ich habe mich mit 46, mit 45 nicht zu alt gefühlt. Sehr spannend. Ja, und was ich auch spannend fand, was du gesagt hast, dass sie relativ viel Wildkräuter wahrscheinlich auch fast täglich dann konsumiert haben. Ja. Du hast Ja. gesagt, auch viele Bitterstoffe enthalten, dann Ja. natürlich auch im Essen. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, für
für die körpereigene Entgiftung, für die Produktion der Verdauungssäfte, für die Magensäure, dass die Leber gut arbeiten kann, wirkt auch antiparasitär. Also hatten Sie da schon in Ihrer täglichen Ernährung so da schon einen ganz guten Schutz. Und natürlich, die Lebensmittel, gehe ich davon aus, hatten alle viel, viel mehr Nährstoffe. Die ganzen Mineralien und Spurenelementen auf diesen natürlichen Böden, Vitamine, dann die Sonne, nichts am Himmel, was die Sonne abblockt. Das heißt wahrscheinlich auch viel mehr Biophotonen als so in der heutigen Nahrung, dass sie da einfach schon sehr gut aufgestellt waren diesbezüglich. Auf jeden Fall, ja, das ist ja ein wichtiger Aspekt, den du gerade anbringst, dass heute auch durch Chemtrails, die es hier leider auch gibt, können wir leider auch beobachten, sicher weniger als in Europa, weil wir können es einfach sehen. Und dann eben auch durch die ganzen Pestizide, also das Wasser ist auch sehr verschmutzt. Wir haben mal Wassertests machen lassen, ne, durch diese ganzen Pestizide, und es geht dann ja in die Flüsse, das geht dann in die See. Also das ist wirklich ein Chaos. Und Traurig ja, auch, oder? Also es ist richtig, wenn ich super, das höre, wäre ich super richtig traurig. traurig. Also hier gibt es auch keine richtigen Kläranlagen. Die haben es mehrmals versucht, aber das funktioniert irgendwie. Irgendwie kriegen die es nicht hin. Und also es ist einfach traurig. Mir hat das mein guter Freund, der die Natives aus Nordamerika, gesagt, dass die Regierungen bewusst auch die Gewässer der Urvölker, das Wasser der Urvölker verseuchen, weil sie wissen, welche große Kraft noch in diesem ursprünglichen Wissen, was die Urvölker bewahrt haben, steckt. Und so versuchen sie auch bewusst durch Vergiftung der Gewässer, diese nicht zu töten, aber klein und krank zu halten. Und ehrlich gesagt, kann ich das hier auch beobachten, kann ich aber auch weltweit beobachten. Das passiert ja auf der ganzen Welt, die Verschmutzung der Gewässer. Das ist ja viel zu hohe. Das haben mir auch in Deutschland Menschen erzählt, die das Wasser, die Quellen untersuchen lassen haben, dass es ja fast gar keine trinkbaren Quellen mehr gibt. In der Schweiz, in den Bergen, findet man noch welche. Aber ansonsten ist es echt selten geworden. Und ja, das ist hier nicht anders. Und dadurch, klar, du findest es immer noch, weißt du, wir haben hier immer noch unbewohnte Berge. Und da, das machen die Maya auch noch, dass sie da wirklich hingehen. Und das habe ich immer wieder so erlebt. Also auch die Frauen in meinem Alter noch, so Mitte 40, die kennen wirklich alle Kräuter. Also mit meiner Nana ist es sowieso so, wenn ich mit ihr durch die Natur gehe, dann sagt sie immer, oh, das ist dieses Kraut und das ist das Kraut und das hilft bei diesem und das hilft bei jenem. Das weiß sie alles noch. Ich kann mir die Namen dann nur nicht merken, weil sie mir die immer in Maya-Sprache sagt. Und aber die Frauen in meinem Alter, die können das auch noch. Also die wissen zum Beispiel auch, also nicht nur die Kräuter, die man essen kann, ja, aber eben auch wirklich diese Heilkräuter. Die wissen ganz genau, wenn ihr Kind Bauchweh hat, dann brauchen sie dieses Kraut. Wenn ihr Kind Durchfall hat, brauchen sie dieses Kraut. Ja, also das ist schon immer noch vorhanden und das finde ich einfach immer noch wunderbar, dass es tatsächlich immer noch so viele Heiler gibt, so viele Hebammen gibt. Und auch Knochenheiler gibt es. Und das ist immer noch zumindest bei den Menschen in meiner Generation so, dass wenn sie irgendwas haben, rufen sie die Hebamme oder die Heilerin. Das heißt, Sie Einfach haben auf körperlicher anzugehen. Ebene, also Sie nutzen die Kräuter und die echten Lebensmittel Ja. auch zur Therapie ein. Plus, Sie verbinden das ja noch mit dieser, sag ich mal, mit den anderen Aspekten, mit den geistigen, seelischen, energetischen Aspekten. Und so sind Sie, so wie ich das jetzt höre, mit den 150 Jahren sehr ganz gut durchgekommen. Also es hört sich ja besser an als unsere fortschrittliche westliche Medizin. Ja, und was natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt war für ihre Gesundheit, ist natürlich erstmal diese natürliche Ernährung, dieses Leben im Einklang auch mit der Natur. Das heißt, sie haben niemals Pflanzen genommen, ohne Mutter Erde vorher zu fragen. Es ist auch so, also die Maya sehen das so, dass es gibt Pflanzen, Gemüse, Kräuter, die wirken kalt für den Körper. Und dann gibt es Pflanzen, Kräuter, Gemüse, Obst, die wirken warm für den Körper. Und sie gucken halt immer, dass sie im Gleichgewicht sind. Das heißt, wenn eines ihrer Organe krank ist durch zu viel Kälte oder zu viel Hitze, das wird dann von dem Heiler, der Heilerin diagnostiziert, ist das jetzt durch Kälte? Das heißt jetzt nicht, dass deine Hände kalt sind oder so, ne? Das ist eine innere Organkälte dann.
oder eben Überhitzung. Und das wird dann eben ausgetestet. Also das ist schon super spannend. Die hatten auch schon so eine Form von Kinesiologie. Na, da gibt es hier so eine Stelle, da fühlen sie das dann. Je nachdem, wie schnell man den Puls dann fühlen kann oder gar nicht fühlt. Und also ganz, ganz spannend. Sie hatten ganz ähnliche Techniken schon. Ne? Und dann haben sie dann eben überprüft. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der den Magen erhitzt hatte, dann haben sie ihm kalte Kräuter gegeben, Kräuter, die zum Beispiel kalt wirken. Und andersrum dann eben andersrum. Aber sie haben auch generell bei ihrer Nahrung darauf geachtet, dass das immer alles im Gleichgewicht ist. Also dass man eben nicht nur kalt wirkende Kräuter, Gemüse, Obst isst, sondern immer von allem etwas, dass das immer im Körper für Gleichgewicht wieder sorgt. Also es ein bisschen, wie auch TCM, Ayurveda, so in diese tatsächlich, ja. Und es gibt eben auch neutral wirkende, Essens, also Obst, Gemüse, Kräuter. Na, und darauf haben sie einfach immer, immer, immer geachtet. Und wie gesagt, die Ältesten wissen das bis heute und achten da bis heute drauf. Na, und unsere unnatürliche Nahrung sorgt halt immer für Chaos. Also für die Maya war immer wichtig, generell für die Urvölker, immer im Gleichgewicht zu sein, immer. Es meinem Körper gut geht, mein Körper im Gleichgewicht ist, die Organe untereinander, miteinander im Gleichgewicht sind, dass wir als Menschen, als Teil unserer Familien im Gleichgewicht der Familie sind, dass wir als Menschen in Verbindung mit der Natur auch im Gleichgewicht sind. Das heißt, wie gesagt, ich nehme nicht einfach etwas von meiner Natur, sondern ich sage immer Danke, ich bitte sie vorher. Sie hat mir gesagt, die haben niemals einen Ast aufgehoben, ohne Mama Erde um Erlaubnis zu bitten, weil sie wussten, dass Mama Erde der große Organismus ist, von dem wir alle Teil sind. Sie ist unsere Mutter, wir leben in ihr und wir achten und ehren sie, damit auch die Erde im Gleichgewicht bleibt, weil das siehst du ja heute auch. Heute geschieht eine Ausbeutung der Erde und damit kreieren wir Ungleichgewicht, nicht nur für Mama Erde, sondern für uns alle, weil wir alle verbunden sind. Also sie haben immer wieder diese Verbundenheit gesehen. Und ein anderer ganz wichtiger Aspekt für sie war eben auch, dass jeder Mensch seine Bestimmung lebt. Also das gehörte für sie dazu, weil wenn du deine Bestimmung nicht lebst, deinen Seelenplan, kann man es ja auch nennen, dann kannst du auch krank werden, weil deine Seele dich dann eben darauf aufmerksam machen will, hey, du bist nicht im Gleichgewicht, du musst schauen, warum bist du hier? Und ich meine, es war natürlich auch einfach hier, weil jeder Mensch, es war normal, dass jeder Mensch einfach seine Bestimmung, seine Fähigkeiten gelebt hat. Das heißt, schon bei der Geburt mit der Hebamme, die Frauen haben übrigens auch in dem Tuch geboren, in dem Schoß der Erde. Aber da war es nicht ganz so warm, oder? Also doch. Auch so, okay, weil du... Aha. Also ich habe so auch meinen Sohn geboren, meinen Jüngsten. Okay. Und auch bei dieser Hitze, ja. Und das war auch das, was ich brauchte. Macht man das, damit sich auch die Frau noch besser entspannen kann oder noch mehr den Verstand auch ausschalten kann? Weil wenn es so heiß ist, dann gibt es ja nicht mehr viel, so woran man jetzt denken kann. Sie sind das auch so gewöhnt, weißt du, sie sehen das als sehr heilsam. Und heute weiß man ja auch, da wird ja jetzt ganz viel drüber gesprochen, über Infrarotsauna zum Beispiel. Wird jetzt ganz viel gesprochen, wie sehr das hilft bei Nebenwirkungen, bei dies, bei jenem. Ne? Und diese Wärme, erstmal durch die Sonne ja auch, ne? Die Sonne macht ja auch Infrarotstrahlen. Also wie heilsam das ist. In unserer Welt erzählt man uns, die Sonne wäre schlecht. Wir sollten die Sonne besser verdunkeln, weil die macht ja nur Krebs. Also da ist ja voll die Verdrehung. Die Urvölker wussten, die sahen auch die Sonne als Repräsentation, die Maya, für das Bewusstsein. Großvater Achpu, das Bewusstsein. Das Licht, was auch in uns ist, also es ist für sie sehr, sehr heilig, die Sonne. Und überhaupt diese Wärme. Erstmal ist es auch ein heiliger Raum, der Schoß der Erde. Und dann ist es so, dass sie da täglich eigentlich reingegangen sind, weil die Maya hatten kein Badezimmer, wie wir das kennen, mit Dusche, sondern für sie war das Badezimmer. Also sie sind da reingegangen, täglich, um sich zu reinigen. Also nicht nur mit der Hebamme zur Therapie, sondern auch für sich alleine. Das heißt, einfach diese bewusste Einkehr in die Dunkelheit. Es ist ja da dunkel. Da ist diese kleine Öffnung, die ist aber zugehängt mit einem Teppich. Na, also da fällt kaum Licht rein. Du gehst in diese Dunkelheit und alleine das, in diese Stille, in diese Dunkelheit, da besinnst du dich, da hören die Gedanken auf, wie du schon so gut gesagt hast.
Und dann reinigst du dich bewusst mit heißem Wasser. Du gießt dich dann selber ab mit dem heißen Wasser. Die Menschen nehmen auch immer Kräuter, um sich energetisch zu reinigen. Na, und so sind sie dann in den Tag gegangen oder haben auch den Tag beendet, wenn sie zum Beispiel draußen gearbeitet haben auf dem Feld. Und also insofern ist das sehr, sehr heilsam für sie. Der Schoß der Erde einfach energetisch gesehen, aber auch dieser Reinigungsprozess da drin. Und diese Hitze schwitzt ja auch einfach Gifte aus. Und so ist es für sie auch dieses Natürliche, das Kind wird aus dem Schoß der Mama in den Schoß der Erde geboren. Und ja, dann nach der Geburt hat die Hebamme in der Plazenta gelesen, welche Aufgabe das Kind im Leben hat. Ja, traditionelle Hebammen können das noch heute. Also die Tochter meiner Lehrerin ist auch Hebamme und die kann das. Die hat ihre Bestimmung, also das ist auch so, dass ihre Oma, die war auch Maya-Hebamme, verstorben ist, vor ihrem Tod hat sie ganz bewusst ihre Fähigkeiten auf diese Enkeltochter übertragen, weil sie wusste, dass sie auch den Don der Hebamme in sich trägt. Na, also so sind die Ahnen auch immer bei den Menschen. Und sie kann das noch, ne? Wirklich in der Plazenta sehen. Also sie hat mir auch mal erzählt, dass sie sehen kann, wie viele Kinder die Mutter noch kriegen wird. Das steht auch in der Plazenta geschrieben. Und dann eben über die Bestimmung des Kindes und welche Herausforderungen auch das Kind haben wird im Leben. Und das erzählt sie dann eben den Eltern, damit die Eltern, weil die Eltern haben dann die Aufgabe, das Kind wirklich in die eigene Kraft, in die Bestimmung zu begleiten, dem Kind zu helfen, dass es bestmöglich die eigenen Fähigkeiten entfaltet. Und wenn du das jetzt so vergleichst mit uns, mit unserer Welt, das ist eigentlich egal, was du für Fähigkeiten hast, du musst das Gleiche lernen. Du musst in die Schule, du musst das lernen, was man dir da auftischt, du musst das lernen, was der Staat möchte. Hat ja nichts mal mit den Lehrern zu tun, hat damit zu tun, was der Staat entscheidet, was du lernen sollst, was dein Kind lernen soll. Wird das gelernt, egal ob das der Bestimmung deines Kindes entspricht oder nicht. Und das ist dann eben ganz anders, wenn du das vergleichst. So, Kind oder Eltern erfahren von Geburt an, das sind die Fähigkeiten des Kindes. Und dann wird das Kind da drin begleitet. Und dann war es ganz natürlich, dass jeder einfach seine Fähigkeiten lebt. Und es gab auch nicht dieses, oh, das sind aber bessere Fähigkeiten als die, so wie das in unserer Welt ist. Es ist aber besser, Arzt zu sein, als Putzfrau zu sein. Weißt du, sowas gibt es in der Welt der Urvölker nicht. Da ist jeder wichtig und da ist jeder ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Weil sie wissen, wir brauchen Hebammen, wir brauchen Priester, wir brauchen die, die die Häuser bauen, wir brauchen die Händler, wir brauchen die, die das Gemüse anbauen. Also man weiß, oder die Weber, man braucht jeden. Jeder ist wichtig für das Gleichgewicht der gesamten Dorfgemeinschaft. Und so freut man sich über jeden. Und so ist jeder anerkannt mit seinen individuellen Fähigkeiten. Und ehrlich gesagt wäre da eigentlich niemand auf die Idee gekommen, das nicht zu leben. Na, das ist auch erst in jüngster Zeit passiert tatsächlich. Auch erst seit diesen 40 Jahren, dass die Menschen große Angst haben hier, wenn sie die Fähigkeit haben, Heiler zu sein, Priester zu sein, Hebamme zu sein. Und zwar warum? Ja, weil in diesem Krieg, den ich erwähnt habe, sind die verfolgt worden, sind wirklich niedergemetzelt worden. Und da fingen die Menschen an, also die Heiler, Priester und so weiter, die haben sich dann echt versteckt. Und viele haben dann einfach aufgehört, das zu machen, haben ihren Familien nicht mal mehr davon erzählt. Und da ist einfach eine große Angst. Ne? Und das ist, was häufig in heutiger Zeit passiert, dass diese Menschen, weil sie Angst davor haben, das zu leben, werden sie dann krank. Und wenn sie dann aber auf die Suche gehen, dann wird ihnen dann oft gesagt, hey, du wirst krank, weil du deine Bestimmung nicht lebst. Du musst deine Bestimmung leben. Ne? Und viele von ihnen machen das dann auch und nehmen das dann doch an. Ne? Also das ist eben auch eine Form von Krankheit. Kann eine Ursache für Krankheit sein, dass du deine Bestimmung nicht lebst, dass du Angst davor hast. Und das sehe ich in der westlichen Welt tatsächlich oft auch bei Menschen. Ja, sehr wichtiges Thema. Könnte man jetzt natürlich nochmal stundenlang darüber sprechen. Also ja, das ist wahrscheinlich eines der zentralen Themen, genau wie die Schwangerschaft, genau wie die Geburt und viele andere Themen noch. Was ich trotzdem noch gern mit dir besprechen wollen würde, ist, was wir schon im Vorgespräch so ein bisschen angeschnitten hatten. Du hast gesagt, dort
ist es oder war es ganz normal, dass man regelmäßig auch so antiparasitäre Kuren, Entgiftungskuren macht? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja, genau. Also das ist im Mai hier, da beginnt die Regenzeit. Und das hat meine Lehrerin mir gesagt, das war auch schon immer so. Das war auch schon so, als sie klein war, dass dann man dann einfach wusste, dass durch den Regen dann die Parasiten wachsen, die legen dann überall ihre Eierchen hin, so verborgen hinter den Kräuterblättern und die kann man auch nicht immer alle sehen. Ne? Man wäscht auch zwar das Gemüse, aber ne, die, manche sind ja auch sehr, sehr klein. Und insofern war das sehr bekannt, dass im Mai einfach man Parasitenkuren machen muss. Na, immer wenn der Regen beginnt, macht man Parasitenkuren. Sonst, Und was könnte sonst passieren? Was war deren Erfahrung? sonst könnte es wirklich passieren, dass du zum Beispiel einen aufgeblähten Bauch hast, dass du Bauchweh bekommst, dass du Durchfall bekommst, dass du dich vielleicht übergeben musst. Na, also so Magen-Darm-Geschichten einfach mit Unwohlsein verbunden, wo du dann auch vielleicht keinen Hunger hast. Na. Und ja, das war ihnen einfach sehr klar und deshalb haben sie einfach diese verschiedensten Formen der Parasitenkuren gemacht. Und da ist eben auch immer noch sehr, sehr viel altes Wissen mit verbunden. Also es gibt viele Kräuter, die antiparasitäre Wirkung haben, die die Menschen dann nehmen. Es gibt schon auch Heiler, die Kräuter roh verwenden. Die werden dann eben auch auf diesem Stein, ähnlich wie die Tortillas, die Maisfladen gemacht. Die werden dann wirklich da auf diesem Stein mit Stein klein gemahlen. Da entsteht dann halt so ein grüner Kräutersaft. Na, oder andere kochen einfach die Tees. Und die werden auch wirklich dann richtig gekocht. Das ist nicht so, ich gieße was auf, weißt du, wie man Sondern das mit dem richtig lang gekocht, Tee. auch dass da alles rauskommt, sozusagen. Genau, Viertelstunde, 20 Minuten wird es wirklich gekocht, ne? Und dass da alles rauskommt, alle Wirkstoffe. Gibt es auch Ne? Pflanzen oder Kräuter, die wir hier kennen? So einige vielleicht? Oder gar nicht? Also Knoblauch kennen Sie auch Ja. hier als antiparasitäres Mittel. Das nehmen Sie auch oft dann in Verbindung zu anderen Kräutern. Also was es hier auch gibt, ist Wermut zum Beispiel. Heißt ja auch auf Englisch Wormwood, also Aha, genau. Wormholz. Obwohl sie das nicht so gerne nehmen. Das nehmen sie wirklich nur, wenn es sehr ernst ist, wenn jemand schon lange nichts gemacht hat und man die Parasiten gar nicht los wird, weil sie das für zu aggressiv halten. Sie nehmen eher lieber so sanfte Kräuter wie Apasote. Ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt. Das sind so mildere Kräuter. Was sie auch nehmen, sehr viel ist Yerba Buena für den Magen. Yerba Buena, das heißt so das gute Kraut, das ist, gehört zur Minzfamilie. Also das ist jetzt nicht explizit auf Parasiten, dann eher um den Magen zu beruhigen. Gibt es Ja. eigentlich Papayas dort? Papaya gibt es auch, Und werden genau. Papaya-Kerne angewendet? Ja, Papaya-Kerne werden auch angewendet. Also auch so zu antiparasitären Zwecken. Genau, das machen sie eigentlich aber auch, dass sie die immer mitessen, die Immer mit Kerne. essen, ja, so als Ja. präventiv. Genau, ne, das ist ja auch ein guter Ausgleich dann zu der Süße. Das kann man sogar auch als Pfeffer, als eine Art Pfeffer benutzen. Ne. Es ist natürlich schon spannend, das ist schon ein bisschen anders, je nachdem, in welches Gebiet von Guatemala du kommst, weil Guatemala ist zwar ein sehr, sehr kleines Land, aber wir haben halt hier Hochland. Also wir leben im unteren Hochland. Hier gibt es zum Beispiel andere Pflanzen. Wir sind 1500 Meter hoch, als wenn wir zueinander fahren. Das sind 2000, über 2000 Meter. Da gibt es dann wieder ganz andere Pflanzen, anderes Gemüse und so weiter. Und wenn wir hier runterfahren, den Berg, es dauert ungefähr eine Stunde, dann sind wir schon in Küstenregionen. Na, da ist es dann super heiß, da ist es dann tropisch und da wachsen dann die Kokosnüsse. Ne? Also es ist schon faszinierend, dass du in so kurzer Zeit fährst du durch viele verschiedene Klimazonen, aber da gibt es dann eben auch andere Kräuter, ne? Und andere Gegebenheiten einfach. Papaya hier im Hochland wächst nicht. Das ist eben dann das Mittel, wenn du runterfährst in die tropischen Gebiete. Ne? Aber sie sind auch immer so im Vertrauen. Das sehe ich halt auch so sehr bei den Maya immer noch, im Vertrauen, dass wenn irgendeine Krankheit da sein sollte, dass Mama Erde das Heilmittel dafür hat. Na? Und vor allem, wenn ich im Gleichgewicht lebe, wenn ich immer mein Bestes tue, wenn ich sehe, dass Mama Erde
dass ich auch Hüter von Mama Erde bin, dass ich nicht einfach so die Natur ausbeute, sondern mit ihr lebe, dann weiß ich, dass sie immer ein Kraut für mich hat. Und das ist auch, was die Urvölker dir immer sagen werden, sag mal, woher wisst ihr denn eigentlich, welche Kräuter für was wirken? Und dann werden dir sehr viele von ihnen erzählen, vielleicht werden einige sagen, naja, das hat mir meine Oma beigebracht, aber sehr viele werden dir sagen, von den Omas, dass sie, ihnen das die Pflanzen sagen. Also das ist auch was völlig Natürliches für sie, mit der Natur in Kommunikation zu sein. Und wenn sie in die Natur gehen, zum Beispiel die Heilerinnen, und sagen so, ich habe jetzt die und die Patientin, die hat die und die Symptome, ne, dann hören sie einfach dahin, was Mama Natur ihnen sagt. Und irgendeine Pflanze wird dann zu ihr sprechen und ihr sagen, hey, ich bin die richtige Pflanze für diese Frau. Ja, und sie nutzen Pflanzen eben auch nicht nur für die innerliche Einnahme, sondern sie machen auch sehr viele Umschläge und Waschungen mit den Pflanzen. Ja, auch das machen sie, Umschläge, Waschungen. Ja, also sie nutzen auch die Pflanzen wirklich auf allen Ebenen, zum Beispiel auch bei Brüchen, aber auch bei Bauchschmerzen. Gerade bei ganz kleinen Kindern, wenn die Parasiten haben, da legen sie dann bestimmte Pflanzen auf den Bauchnabel. Und die Heilerinnen sagen, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber die Heilerinnen sagen, dass sie dann über dem Bauchnabel die Parasiten rausziehen. Ein Mensch mit Krebs kam und er wollte eine Zeremonie, weil er am nächsten Tag eine Operation hatte, um den Tumor wegzuoperieren. Und da haben die eine Zeremonie gemacht und dann bei dieser Mensch dann zur Operation wurde nochmal Ultraschall gemacht und festgestellt, der Tumor ist weg. Was ich später dann erst erfahren habe, alles Schäden waren. Das aber dann zu sehen, dass es doch noch möglich ist, gesund zu leben, dass das, man dieses Ungleichgewicht durch Pflanzen, durch Massagen, durch den Tuch, durch Feuerzeremonien einfach wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Es gab es ja mal alles hier, ne? Also es gab es mal. Alles. Es gab es alles. Aber dadurch, dass wir das vergessen haben, ist das Bewusstsein in den Tiefschlaf gegangen. Die Ältesten haben prophezeit, dass in dieser Zeit auch wieder ein Krieg sein wird. Nur, dass der Krieg ganz anders sein wird, als wir erwarten. Da kannst du überlegen, wir sind schon im Krieg. Genau das, was du gesagt hast, man versucht unsere DNA komplett zu verändern, damit wir dieses ursprüngliche Wissen vergessen, ganz vergessen. Weil wie gesagt, es ist in uns. Und wenn wir den tiefen Wunsch in uns haben, dann können wir dieses Wissen auch wieder in uns erinnern und können wieder leben, wie wir einst gelebt haben. Wie können wir, die jetzt nicht in Guatemala leben oder mitten im Dschungel, wie können wir diese ganze Weisheit nutzen und das in unseren modernen Lebensstil integrieren? Hast du da noch so ein paar Ansatzpunkte? Was für ein inspirierendes Gespräch. Also ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr spannend, sehr, sehr inspirierend. Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, das Video ist jetzt hier auf YouTube vorbei. Die gute Nachricht, es folgen aber noch eine knappe halbe Stunde Videomaterial. Und wenn du das sehen möchtest, also das komplette Video, wo noch diese knappe halbe Stunde zusätzlich mit drin ist am Ende, dann klick hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das Ganze unzensiert in voller Länge zu Gemüte führen. Du hast gemerkt, wir mussten auch einiges leider zensieren. Und ja, natürlich 100% gratis. Und dann sehen wir uns wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.